Yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute versuchen wir wieder mal, unsere Gegner zu eliminieren. Heute mit dem Imperium of Hoth. Gerade eben noch mit den Rebellen eine exzellente Runde hingelegt. Und so muss das jetzt natürlich auch laufen. Wir haben Hunger, wir wollen hier was holen. Wir sind richtig hungrig. Niemand ist Luke Skywalker geworden, das war ich in der letzten Folge. Ich werde auch versuchen, hier rüber vorzurücken, wie es der Schattentrooper auch löst. Zwei Schattentrooper sogar. Ja, er wurde erstmal aktiviert. Von jemandem. Ich rücke hier rüber vor. Hier ist schon mal ein Gegner. Das habe ich gesehen, hier ist einer. Da ist noch einer. Mhm. Luke Skywalker. Da habe ich doch mal Glück gehabt. Auch wenn er mich mehr oder weniger naschen wird. Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Ein Bloater. Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. Feind auf 12 Uhr. Sagen, ich sehe gar keine Feinde. Erster Kill. Direkt eine Intelligente gekriegt. Feindlicher Ablenk deaktiviert. Ah, Mist, der hatte die T21B. Ja, die ist für weit echt gut, aber sonst eben nicht so. Wieder eine Intelligente. Man könnte jetzt natürlich einen Vorstoß wagen. Gut gemacht! Von meiner Seite? Natürlich. Geholt, wieder eine Intelligente. Ein Y-Wing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Der sogt, ne? Der sogt. Ja, der war gut, der ist gut. Oni, der ist eine gute Variante. Ich werde mich wieder dahinstellen. Falls ich das schaffen sollte. Spitzenspieler ausgeschaltet. Assist. Geholt. Die Rebellen haben die Ablenkstation. Und hier ist man sehr, sehr gut unterwegs. Aber jetzt haben wir sie auch so weit zurückgedrängt, dass wir auch mal vorrücken können. Oh, da hinten sind sie. Operationen wie geplant fortsetzen. Geht raus. Jetpack geht raus, trifft. Ja. Feindliche Einheiten nähern sich unserer Position. Sehe ich. Scheiße, das ist wirklich so langsam kritisch. Die Rebellen haben den Ablenk aktiviert. Vorrücken und abschalten. Es ist leider nicht ganz so leicht, wie du das sagst. Scheiße, voll in die Fresse, den Orbitalangriff. Oh. Ich war genau im Zentrum, aber ich wurde nur vertrieben. Vader! Jetzt konzentrieren, den hole ich. Den Typ hole ich, den Typ hole ich. Player. Ah, weg! Okay, keine Chance.
Statistik spricht gut. Okay, die Uplinks sind jetzt also neu gespawnt. Das heißt, wir drängen sie hier auch zurück, hoffentlich zumindest. Wir können sie auf jeden Fall. Kann man den AT-AT, der wird. Ja, das wird mir weggenascht. Aha! Okay, ich weiß jetzt nicht, ob mir das jetzt gerade in dem Moment was bringt. Aber. Doch, ich glaube schon, dass es Kills holt. Ja, das holt Kills. Das holt richtig Kills weg. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Geht raus. Ja. Ein feindlicher Bomber hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Und da hole ich weg ohne Ende. Nochmal irgendwas angeordnet. Okay. Nee, hat leider nichts geklappt, aber wir sind immer noch krass. Krass gut unterwegs. Ich meine, mit 19 Kills wieder mal. Ich meine, AT-AT war auch Luck. Aber wir haben definitiv weggeholt. 8 Leute. Wohl. Wohl 8. Oh, der Typ steht da ja. Sehr schön, AT-ST rückt vor. Hier ist keiner. Hier ist jemand mit einer intelligenten. Und das bin ich. Hat jemand Lust, eine intelligente Info zu kriegen? Du vielleicht. Wo? Oh. Ich sehe keine Feinde gerade. Das hasse ich, wenn ich keine Feinde sehe. Ich komme ja schon zurück. Sind die jetzt alle da drinne? Scheint ja so. Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Als wäre hier jetzt echt jeder drinnen, ne? Volle Konzentration. Oh, der ist gut. Der Typ kann dieses Spiel spielen. Ja. Das kann man ja nicht von allen sagen, aber von ihm schon. Hier rücken schon alle vor, das heißt, es müssen auch. Ach so, hier sind wir erst. Ich dachte, wir sind schon weiter. Uplinks wurden nicht aktiviert. Platz 3. Ah, gut. In der Region hier sind Rebellen. Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse diese Stelle abgrundtief. Okay. Hallo? Feindliche Y-Wings nehmen die Kampfläufe aufs Korn. Hier ist. Skywalker! Yo! Was für ein Stück Müll! Und ich habe ihn echt nicht mehr weggeholt, aber. Wetten, Luke latscht hier gleich längs. Kann trotzdem jemand eine intelligente Info feuern. Hast du Lust auf eine intelligente? Ich nicht.
Okay, das Lager ist leer. Wir gehen also in das nächste Lager. Mit 25 Kills am Stissel. Intelligente. Schlechte Serververbindung, wollt ihr mich verarschen? Na, das läuft doch eigentlich alles flüssig. Letzte Runde hat es ein, zweimal rumgebackt, aber sonst. Mann, ich wollte gerade den intelligente Po feuern. Ich will jemanden, der intelligente abfeuern. Komm. Irgendjemand muss das Opfer sein, der. Ach komm, auch der nicht. Muss da mal jemand sein. Jo, der. Oh Mann, da mache ich mir schon das Schild. Aha, Luke ist down. Sehr schön, hochverdient. Boba. Es wird Zeit zu beenden, was ich angefangen habe. Ja, das denke ich eigentlich auch. Ich rücke mal mit Boba vor. Da kann mir eigentlich kein Feind kommen. Im Prinzip. Oh, hier ist das ja. Ein Y-Wing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Probier's mal. Ach nö, darauf habe ich jetzt auch keinen Bock. Ich habe jetzt keinen Bock, immer hier umzugammeln. Was haben wir jetzt? Viper. Der ist im Prinzip das auch unnötig. Ah, Mann! Scheiße! Ah, ich schaffe nicht als erster die 30 Kill. Ja. Wir haben den Ablenk der Rebellen deaktiviert. Lass nicht zu, dass sie ihn reaktivieren. Ich gehe einfach mal raus, dann gehe ich wieder rein. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Oh, Luck. Oh, direkt danach nascht mich hier jemand weg. Oh, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja. Ich hasse thermale Detonatoren. Die spammen mich immer voll. Ich werde jetzt versuchen, hier an der oberen Front was zu holen. Gerade eben an der unteren Front ein bisschen was geholt, jetzt hier an der oberen. Okay. Oh Mann, das kann nicht wahr sein, dass du mit der E11, das wäre so, als wenn ich jemanden mit der DL-44 da hole. Abschalten. Aha. Das und mehr werde ich gleich probieren. Hallo. Feindliche Y-Wings nehmen die Kampfläufer aufs Korn. Überhitzt.
unseren Kampfläufer. Die Rebellen haben den Kampfläufer abonniert. Wir haben unseren Kampfläufer am Haken. Die Rebellen wollen unseren Kampfläufer zu Fall bringen. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Wie viel Pech. Aber warum ist der Typ so gut, der eine? Okay, wir haben den AT-AT, das. Ja, ja, habe ich keine Chance. Da ist mein Partner, doch nicht. Mein Partner ist ein Shadow-Keeper. Also ist ein Player. Okay, wir haben es geschafft. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen hier. Das zweite Mal siegreich beendet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Bis dann, Leute. Ciao.